Advents-PSX-Kalender, Advents-PSX-Kalender, Advents-PSX, Advents-PSX-Mass for you. Ich habe die Ehre, eines meiner absoluten Lieblingsgames für die PlayStation X bzw. One vorzustellen. In diesem Kalender werden noch mehr Schmankerl kommen, aber dieses hier hat für mich besonderen Stellenwert. Final Fantasy VIII war mein allererstes PlayStation-Spiel und was habe ich damals für Augen gemacht, als der Trailer am TV lief? Das sieht aus wie echt, riefen mein Bruder und ich und ein Geburtstagswunsch war geboren. In diesem Teil der Final Fantasy-Reihe schlüpfen wir in die Rolle von Squall Leonhard, der in Kingdom Hearts aus undefinierbaren Gründen zu Leon Pantoffelheld eingestampft wurde. Zurück zum Thema. Squall ist Schüler im Bellamp Garden und wir begleiten ihn zu seiner Söldnerprüfung. Dabei lernen wir weitere Charaktere kennen, mitunter die putzige und etwas makabere Selfie und Springensfeld Xell, auch Cypher, der einfach Cypher ist. Wir lernen schnell, dass wir uns in einem Fantasy-Universum befinden, in dem große Beschwörungen gelernt werden müssen, Minderjährige im Minirock in die Schlacht geschickt werden und große Dinosaurier gemütlich neben Riesenraupen im Wald leben. Die Story nimmt recht schnell Fahrt auf. Dabei kommen immer mehr Figuren ins Spiel, die eigentlich miteinander verknüpft sind. Darunter befindet sich auch Renoa, eine der bekannteren Final Fantasy-Figuren, die ich selber vor Jahren schon mehrmals gecosplayt habe, welche auch den Love Interest zu unserem Squall darstellt. Wie die Hülle schon verrät, ist es eigentlich auch eine verkappte Liebesgeschichte mit Auf und Abs, wobei mir hier sehr gefällt, dass es zwar Flirt, aber keine Liebe auf den ersten Blick Romanze ist. Im Gegenteil, zwischendurch denkt man, dass sich die beiden am liebsten an die Gurgel gehen wollen. Eine weitere Besonderheit in der Handlung ist ein Sprung zu einem parallelen Handlungsstrang, wobei wir einen chaotischen Soldaten namens Laguna spielen, welcher den Kampf hasst, aber gern die Welt bereisen wollte. Dieser hat auch das tollste Kampfthema. Mal reinhören? Unsere Seeds bereisen die Welt und lernen, dass viele Dinge nicht so sind, wie sie scheinen. Von einer anfänglich sehr politischen Geschichte kommen immer mehr Sci-Fi- und Fantasy-Elemente dazu, bis es sich zur Final-Fantasy-typischen Weltrettungsgeschichte entwickelt. Unser Squall kotzt allerdings die meiste Zeit darüber ab und darüber, dass er überhaupt die Hauptfigur ist. Er bekommt oft die Verantwortung zugeschoben, auch wenn er ein Nein sagt, und fällt Hals über Kopf von einer seltsamen Situation in die nächste. Eine böse Hexe tötet zum Beispiel den Präsidenten und Squalls Gruppe wird von einer völlig anderen Mission zum Attentat aufgerufen, was wiederum dazu führt, dass er seinen Widersacher wieder trifft, gefoltert wird und plötzlich Raketenangriffe auf die Garden abwenden muss, bei welcher er wiederum zum neuen Gardenleiter abgerufen wird. Und beim nächsten Garden stellen wir fest, dass die Final Fantasy typischen Beschwörungen hier Gedächtnisverlust verursachen und ja, ihr merkt es und ich merke es. Dieses Spiel hat erzählerische Schwächen und dennoch kann ich einfach nicht die Finger davon lassen. Ich liebe die teilweise absurde Erzählstruktur des Games, wie sich die Figuren verhalten und wie sie irgendwie nach dem Motto "That escalated quickly" plötzlich vom mittelgroßen Problem in gewaltige Purzeln, aber sich irgendwie wieder herauswieseln. Als 10-Jährige hat mich das Spiel einfach nur unglaublich beeindruckt und ich denke auch mich nachhaltig geprägt. Es klingt seltsam, aber ich war von disziplinierten Figuren fasziniert und hier haben mich mehrere Figuren, die ihre Moral nicht ständig über Bord werfen, sondern für das einstehen, was sie für richtig halten. Ja, das hat mir einfach imponiert. Was noch ein riesiger Pluspunkt für mich ist, der andere wieder in den Wahnsinn treibt, ist das Kartenspiel Triple Triad. Triple Triad ist ein Kartenspiel, in dem jeder einen Stapel zieht und die Grundregel besteht einfach darin, nach rechts, links, oben, unten oder wo man eben die gegnerische Karte anlegt, den höheren Wert zu haben. Aber es kommen immer mehr Regeln dazu, die sehr viel um die Ecke denken erfordern. Ich liebe es! Was viele nicht wissen ist, dass man durch Kartenspielen das Spiel ziemlich überlevelt durchrocken kann. Wie geht das?
Nun, eure Beschwörungen haben sogenannte Abilities zu lernen. Das sind Fähigkeiten. Nicht nur für den Kampf, sondern auch um Figuren auszurüsten. Über sogenanntes Koppeln. Das hat nichts mit einer Pferdekoppel zu tun, sondern mit Eigenschaften, die man einer Figur durch Anlegen von Zaubern verleiht. Jedenfalls hat die Anfangs-GF, bzw. Guardian Force, wie sich die Beschwörung hier nennen, die Ability, Kartenwandler und Karte zu lernen. Mit Kartenwandler kann man Karten in Gegenstände umwandeln und mit Gegenständen wiederum kann man Zauber herstellen oder schmieden. Und wenn man weiß, was man macht, ist es möglich, schon auf der ersten von 4 CDs die meisten Charaktere mit ihren finalen Waffen auszustatten oder unglaublich gute Zauber auszurüsten. Dadurch sind dann die Statuswerte so hoch, dass man sich ziemlich einfach durchschnetzeln kann. Es ist eine von vielen Möglichkeiten, das Game zu meistern. Das gefällt mir an Final Fantasy VIII auch so. Als Kind war mir Koppeln oft zu kompliziert. Ich habe nur gelevelt. Allerdings leveln hier die Monster mit, wodurch der Schwierigkeitsgrad konstant oben bleibt. Levelt man allerdings und koppelt klug, sieht es wieder komplett anders aus. Nun habe ich dieses Spiel sicher zumindest gefühlt an die 100 Mal durch und weiß, was ich wo und womit machen kann und ungefähr, was ich von welchem Monster erhalte. Was macht mir dann einfach Spaß, mir vorher zu überlegen, wie ich dieses Spiel spielen will. Setze ich auf Level, Zauber, Karten und Herstellen? Wer weiß. Es klingt erstmal alles komplizierter, als es ist. Wenn mein 10-jähriges Ich es aber gut hinbekommt, dann schafft ihr es auch. Ich werde die Story nicht verraten, aber für diejenigen, die Squalls letzte Waffe schon auf CD1 wollen, hier noch eine kleine Anleitung. Alle anderen können jetzt gern abschalten und sich auf das nächste Türchen freuen. Wir brauchen eine Adamantine, 4 Drachenzähne und 12 Pulsarmunition für unseren Löwenherzeintopf. Die Adamantine ist am leichtesten zu bekommen. Wandelt einfach die Minotaurus-Karte um, die bekommt ihr automatisch, wenn ihr euch die Brothers-Beschwörung holt. PS, Grab des alten Königs. Dafür gibt es 10 Adamantinen. Die Drachenzähne sind kniffliger. Ihr könnt leveln und hoffen, dass sich der Archeodinus zwischen Level 20 und 29 befindet, wenn ihr sie bekämpft. Dann droppen sie gelegentlich Drachenzähne. Oder ihr könnt im Wald vor dem Galbadia-Garten gegen Grendel kämpfen. Dieser muss unter Level 30 sein. Ich habe beide Varianten ausprobiert und am besten war es, Archeodinus in der Trainingsarena des Gardens zu besiegen, bis ich meine Drachenzähne hatte. Jetzt kommt der schwierigste Teil, die Pulsarmunition. Das ist die stärkste Munition im ganzen Spiel und für diese benötigt ihr Energiekristalle. Später gibt es andere Gegenstände, aber auf CD1 ist das Item eurer Wahl. Energiekristalle hinterlassen Endgame-Gegner namens El Noir. Da wir diese aber nicht haben, machen wir uns dessen Karten zunutze. Dafür braucht ihr einen langen Atem- und Fingerspitzengefühl, denn ihr benötigt 20 Karten. Es gibt bestimmte Kartengegner, die aber am wahrscheinlichsten diese Karte nutzen. Zum einen ist da der Quistis Trippé Fanclub. Das Fanclub-Mitglied in der Mensa, das auch die Quistis-Karte besitzt, nutzt gern El Noir. Ansonsten der alte Mann am Empfangsschalter des Gardens, manchmal die Hundebesitzerin am Balamphafen und die Mutter von Xell. Wenn es bei einem gar nicht klappt, versuch es bei einem der anderen. Dann die Karten durch den Kartenwandler gejagt, habt ihr 2 Energiekristalle. Diese packt ihr in Ifrits Kugelwandler und voila, 20 Pulsarmunition. Jetzt müsst ihr nur noch zum Waffenhändler und könnt auch ohne Waffenmagazin euer Löwenherz herstellen. Squall beherrscht automatisch alle Spezialangriffe. Auf dem langen Weg dahin ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr auch genug Karten erhaltet, um Xells und Selfies letzten Waffen herzustellen, sowie Quistis und Renoirs zweitbeste. Ich wünsche euch ein paar beschauliche Adventstage. Wir sehen uns im nächsten Video mit weniger Fachsimbelei. Probiert es aus!